Mit beiden Beinen wollte ich tatsächlich Fußballprofi werden, als kleiner Junge schon. Ich habe in der Bambini angefangen zu spielen, bis zu meinem 14. Lebensjahr. Dann wegen dem Tumor hatte ich dann ein paar Jahre Pause und habe dann im 18. Lebensjahr bin ich dann wieder zurück zum Fußball gekommen. Und da bin ich jetzt hier immer noch dabei und habe Spaß dran. Es macht mir einfach Bock, mit den Jungs da zu spielen. Also wir sind eine geile Truppe. Bei uns geht es nicht darum, irgendwie, wer hat welche Krankheit, wer hat welche Vorgeschichte. Das ist uns eigentlich egal. Ja, wir sind auf dem Platz, wir sind alle gleich. Und wir haben einfach Spaß dran zu kicken. Es ist auf jeden Fall jetzt wieder realistisch, Fußballprofi zu werden. Für mich war es die ganze Zeit so, ja gut, mit einem Bein. Und ich dachte die ganze Zeit, dass es nicht geht. Aber jetzt durch den amputierten Fußball ist es wieder realistisch geworden. Es ist auf jeden Fall möglich, dass man da mal international was reißen könnte. Wäre auf jeden Fall vorstellbar. Ich kämpfe dafür. Ich bin der Flo und ich bin trotz meiner Amputation zum Fußball zurückgekommen. Ich spiele jetzt in der deutschen Nationalmannschaft der amputierten Fußballer.